Des Weiteren habe ich hier die Gegend ein bisschen erkundet. Und zwar hier hinten, ne? Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zum Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, in der letzten Folge habe ich hier endlich den ganzen Gleiswahnsinn beendet, beziehungsweise gerade vorher. Und zwar, ich habe da was geändert, eine Kleinigkeit, und zwar dieses Gleis hier. Das ging zuvor hier auf dieses Gleis. Was mir aber nicht so gefallen hat. Aus folgendem Grund. Weil wenn es hier von dem Gleis ein Zug wieder auf das Hauptgleis fährt, dann kann quasi von Hauptgleis aus kein Zug hier auf das Nebengleis fahren. Die blockieren sich dann quasi gegenseitig. Deswegen hat es so gemacht, ich bin hier nochmal ein bisschen nach oben gegangen und der Zug fährt hier vorne, so ganz, ganz weit vorne, dann wieder auf das Hauptgleis runter. Genau. Das war das Einzige, was ich geändert habe. Wahnsinn, wie hier die Züge rollen auf einmal. Kaum, also wirklich kaum ein Zug muss mal kurz stehen bleiben. Die fallen einfach durch, wie wenn es hier nur Gleise gäbe. Hier gibt es aber auch nur Gleise. Aber absoluter Wahnsinn. Ja. Ich habe auch ein paar Screenshots gemacht von dem ganzen Gleiswahnsinn hier. Könnt ihr bei mir auf meinem Discord-Server sehen. Aus verschiedenen Perspektiven das Ganze. Und ja, finde ich echt gelungen. Also ich würde jetzt hier nichts mehr ändern auf den ersten Blick. Ja, vielleicht ein paar Feinheiten, irgendwie Kurvenradien nochmal ändern oder so, aber so an sich passt das schon mal sehr, sehr gut. Okay, hier Zuglinie 6, da kommt der auch eher selten vorbei. Der fährt ja auch auf das Hauptgleis wieder. Guten Tag. Genau. Da kommt schon der nächste Zug. Also hier ist richtig was los. Wie gesagt, alle Züge können ja ungestört fahren. Genau. Hoppla, nicht zerpressen, falsche Taste. Und zwar, eins bin ich euch noch schuldig, und zwar folgendes. Ich habe ja auch ein paar Szenen von den einzelnen Zugfahrten aufgenommen, bevor ich das Ganze hier umgebaut habe. Und in der letzten oder vorletzten, nee, in der vorletzten Folge, was genau, habe ich so eine Bild-in-Bild-Szene eingeblendet, wo ich einmal eine Zugfahrt gemacht habe. Von hier hinten Richtung Atomkraftteilefabrik und ja, die anderen Zugfahrten, die habe ich ja logischerweise auch aufgenommen aus den anderen Perspektiven oder aus den anderen Fahrtrichtungen. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Genau, also Startpunkt ist jeweils der gleiche, plus Ausgangspunkt oder Route ist halt dementsprechend dank der Umbauarbeiten eine andere. Also, mach ich das mal schnell, werde die einzelnen neuen Zugrouten noch aufnehmen, das euch zeigen im Vergleich zur alten Route und dann geht es hier weiter, hier vorne bei meiner kleinen Baustelle für Stahlbarren und Stahlrohre. Ah ja, genau, ich habe noch was abgerissen und zwar hier unten war ja eine, hier ungefähr war eine Bahnstation, was Kiste? Hä? Wo kommt die her? Hä? Okay. Die muss ich noch schnell holen. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ja, egal. Genau, eine Bahnstation für Kalkstein habe ich noch abgerissen, die ich letztens erwähnt habe. Denn hier gibt es ja auch Kalkstein. Genau, dann mache ich hier mal einen kleinen Cut. Ihr seht die einzelnen Zugfahrten und dann sehen wir uns hier gleich wieder.
So, hi Leute, willkommen zurück. Ja, wie man sieht, ich habe ein bisschen Gleise gebaut. Bis hierher erst einmal. Denn ich habe mir noch keinen Plan gemacht, wie viele Bahnhöfe hier überhaupt benötigt werden. Ich weiß, ich will hier Stahlbarren und Stahlrohre produzieren. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Züge hier jetzt notwendig sind und wie große Züge sein müssen, um die einzelnen Ressourcen von A nach B zu transportieren. Das mache ich jetzt gleich. Des Weiteren habe ich hier die Gegend ein bisschen erkundet. Und zwar hier hinten. Ne? Das ist ja richtig geil hier, das Gebiet. Jede Menge so kleinere Felsen und Durchgänge und Höhlen und was hier alles gibt. Wahnsinn. Und hier gibt es auch richtig, also nee, es wird nicht angezeigt. Okay, hier gibt es richtig viele Ressourcen. Das Eisenerz gibt es hier. Genau, da unten am Strand gibt es jede Menge Sachen. Also Eisenerz, dann, wo haben wir es hier? Kupfererz gibt es auch da unten. Jawohl. Dann haben wir hier Kohle en masse. Kohlebrei auf jeden Fall. Genau. Dreimal Kohle. Hier hinten Kohle, da ist Kohle, da überall ist Kohle. Sehr gut. Hier ist Kupfererz. Kupfererz. Also absoluter Wahnsinn, was es hier an Ressourcen gibt. Schwefel gab es hier, glaube ich, auch irgendwo in der Nähe. Kurz mal scannen. Irgendwo da vorne, oben drauf auf dem Felsen. Bin ich vorbeigelaufen. Na, jawohl, sehr schön. Was? Ach, da unten, ja, schon klar. Aber da vorne das. Ja, ein bisschen schwer zu erreichen, aber ist möglich, würde ich sagen. Und Katerium jetzt gab es ja auch irgendwo. Kurz mal warten. Ah nee, das war doch was anderes. Okay, dann halt nicht. Aber dann Katerium jetzt. Hoppla, hoppla. Nein, falsche Taste. Verrutscht auf die Tastatur. genau, hier hinten bei den Atomkraftwerken gibt es Katerium-Erz. Hier oben gibt es Katerium-Erz. Das ist aber noch nicht ganz erschöpft. Und hier gibt es Katerium-Erz. Aber hier für die Stahlbarren und Stahlrohre brauche ich eigentlich hauptsächlich Eisenerz, Wasser, Kohle und Petrolkoks. Petrolkoks bekomme ich ja woanders her. Da muss ich auch extra noch mal eine Produktion bauen. Und das alles werde ich jetzt gleich mir mal aufzeichnen, einen Plan machen, was ich in welcher Menge brauche, weil einfach jetzt losbauen, das macht keinen Sinn. Einfach so pauschal hier jetzt zwei Bahnstationen hinbauen mit jeweils vier Waggons. Kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen, weil ja, der Platz hier ein bisschen beschränkt ist. Okay, ich könnte hier ein bisschen rausbauen in diese Richtung. Das werde ich natürlich auch machen. Hier kommt so eine Wendeschleife rein, wo die Züge umdrehen können. Andererseits würde ich auch hier gerne das Gebiet ein bisschen erweitern. Und zwar, man sieht hier diese Durchfahrt, diesen Bogen, genauso auf der Seite. Ich würde wahrscheinlich den nehmen und werde hier ein Gleis einfach hier so durchbauen. Weil, wie gesagt, hinten gibt es wirklich sehr, sehr viele Ressourcen. Kohle hauptsächlich und hauptsächlich Kohle. Kohle gibt es aber auch da unten. Ne? Aber die Kohle da hinten, die könnte man natürlich auch mit dem Zug irgendwie abtransportieren und woanders hinfahren. Genau, das wäre so mein Plan, den ich jetzt mal schnell umsetzen werde. Also ein kurzer Cut für euch, ein großer Cut für mich und bis gleich. Hi Leute, willkommen zurück. Ja, jetzt sind ein paar Tage für mich vergangen, seitdem ich nicht mehr gespielt habe. Ich habe währenddessen mir schon mal
das Ganze grob zusammengerechnet und mir ein grobes Layout zusammengestellt, was ich jetzt hier machen werde. Also, ich brauche insgesamt 4 Bahnstationen. Wie erkläre ich das am besten? Na genau, ich sage es einfach, wie es ist. Also Linie 37 braucht hier zwei, ne, es hat insgesamt 4 Waggons, aber nur 2 werden hier be- oder entladen. Dann habe ich Linie 27, die ist ja schon bekannt. Die Linie 27, das ist der Zug, der, genau, der ist hier unterwegs. Der Zug bringt Stahlbarren hier zur Turbomotorfabrik. Und alle restlichen Stahlbarren, was eben hier übrig bleiben oder nicht mehr gebraucht werden, die bringt er dann hierher. Beziehungsweise umgedreht, erst fährt er hierhin und dann fährt er zur Turbomotorfabrik und dann zur Turbocomputerfabrik, genau, Supercomputerfabrik, genau. Dann habe ich die Linie 38. Der Zug holt von der Fabrik, was hier hinkommt, Sachen ab, und zwar Stahlträger und Stahlrohre. Die werden aber ganz woanders benötigt, nicht hier, sondern bei einem weiteren zukünftigeren Produktionsschritt. Und dann habe ich die Linie 36, und zwar die Linie 36, ja, die ist ja auch schon bekannt. Das ist der Zug, der hier unten, ne, steht. Hier, genau. Der fährt hier zur schweren modularen Rahmenfabrik 3 Waggons mit Stahlrohre hin, 2 Waggons mit Kohle. Nee, halt 2 Waggons Kohle holt er von hier unten ab und fährt sie hier rauf, hier rauf. Was eigentlich doof ist, weil hier gibt es eigentlich genügend Kohle, aber egal, ist so. Und genau, Kalkstein holt er von hier und fährt es dann letztendlich hier runter. Genau. Das sind die 4 Bahnstationen, die ich jetzt hier bauen muss. 2 Bahnstationen haben 6 Waggons. Eine hat 4 und eine hat 3 Waggons. Also ich muss mir jetzt hier ein bisschen überlegen, wie ich es am besten mache. Ich habe schon was überlegt, und zwar, ich wollte ja dieses Gleis. Dann wollte ich ja, das hatte ich ja vorher oder war es in der letzten Folge, hier durchbauen, weil dahinter kommt nochmal eine größere Produktionsstätte hin, aber die hat mit Stahlbarren nichts zu tun. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal hier das Gleis und das Gleis einfach mal hier so entlang bauen, dass ich hier durchkomme durch diesen Bogen oder Brücke oder wie man es nennen will. Und ja, weil ich muss ja irgendwie mit den Zügen, was hier sind, muss ja letztendlich auf das Gleis wieder rüberkommen. Entweder fährt der Zug dann einmal oben rüber und dann hierher, oder fährt hinter zur anderen Fabrik, dreht hinten um und fährt dann wieder hier zurück und letztendlich dann über die 2 Gleise nach rechts oder links. Genau. Das mache ich einfach mal schnell. Werde hier mal das Gleis verlängern durch diesen Bogen. Und ja, hier wäre ich genügend Platz für 4 Bahnstationen. Eventuell hier auf der linken Seite, oder? Ja, da wird es ein bisschen eng, weil hier so komische Felsen sind. Aber hier wäre eine Schnecke. Ich habe ja das andere Jetpack. Genau. Flieg, flieg. Schnecke. Schau mal weg, tschüss. Hier wollte ich was schauen. Also, ne, hier geht's nicht. Dachte, hier geht's irgendwie unten rein. Das sah irgendwie so komisch aus. Sehr gut. Schauen wir wieder hier. Genau, dann würde ich sagen, wie gesagt, war ich hier das mal fertig. Bis da vorne und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das war nun relativ einfach, sage ich mal. Einfach hier das Gleis gerade hingebaut. Und hier so eine leichte Linkskurve.
Ja, weil hier eben der Felsen ist. Das ging halt leider nicht anders da, aber das passt schon so. Und hier geht es dann wieder geradeaus weiter. Ja, in Richtung eben zur anderen Fabrik, die hier noch hinkommt. Und zwar, die werde ich dann, ja, schätzungsweise irgendwie da vorne irgendwie so drauf bauen. Was ich gerade auch erst gesehen habe, was hier alles Ressourcen gibt. Das habe ich zwar schon erwähnt, aber hier Kupfererz, hier Eisenerz, hoppla, dann Eisenerz, halt, wo war das andere? Hier gab es noch was. Hier, Kalkstein. Alles unmittelbar, also nebeneinander. Das ist absolut geile Starter-Location, würde ich mal sagen. Bei Essen gibt es auch genügend. Ja, also das Gleis wird dann hier irgendwie weitergehen in meine Richtung und dementsprechend dann hier vorne dann in die andere Fabrik münden. Ja, so ungefähr können wir uns vorstellen. Bloß ist halt noch die Frage, wie ich es mache mit meinen Zügen, die eben zu der Fabrik fahren müssen, die hier vorne kommt, die Stahlbarrenfabrik bzw. Stahlrohrfabrik, obwohl ich nenne es einfach Stahlfabrik, das passt glaube ich eher. Genau, die werden dann hier irgendwie reinfahren, hier über den See kommen die Bahnstationen hin, wie gesagt zwei Bahnstationen mit sechs Bahnhöfe oder Frachtterminals, einmal vier und einmal drei. Genau, und dann hätte ich gesagt, würden die Züge hier durch diesen Bogen fahren. Dann würde ich vielleicht sogar... Ah. Okay, will keinen Stress machen, bin schon weg. Genau, durch diesen Bogen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, Mensch, machst du einen Krach. Eieiei. Genau, dann wird das Gleis hier ein bisschen nach oben gehen. Eventuell hier rüber. Muss scheinen, dass hier das Kupfererzvorkommen nicht irgendwie verdecke. Dass ich immer noch mit einem Miner hinkomme. Dann würde das Gleis oben drüber gehen, hier rüber, hier entlang und dann hier, wo das Signal ist, wieder auf das Hauptgleis gehen und dann dementsprechend hier in diese Richtung. Das ist mein Plan. Das ist schwierig, so Pläne umzusetzen. Das sehe ich jetzt schon, dass ich da wahrscheinlich wieder 2-3 Stunden brauchen werde bei sowas Komplexen. Da geht der Fabrikbau dann doch relativ einfach, sag ich mal. Obwohl, ja, nee, ganz einfach ist dann doch nicht, weil ich habe mir auch schon einen Plan gemacht, wie ich dementsprechend die Anlagen aufstellen muss, damit auch die dementsprechenden Mengen produziert werden können, beziehungsweise die gelieferten Ressourcen auch ausreichen. Bringt nichts, wenn die Anlage, weiß nicht, 1000 Stahlbarren produzieren kann und ich nur 990 Einheiten von irgendeinem Material habe, das eben dafür gebraucht wird. Genau, dann, das Video da schon wieder zu lange. Ich würde mal sagen, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nee, wie soll ich mal, das war's für dieses Let's Play, sag ich mal. Ja, egal, das war's für dieses Video. vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play, in der nächsten Folge wieder. Also, macht es gut, bis dann. Ciao.